Ganz herzlichen Dank. Ja, ganz spannend. Ich muss ja sagen, ich bin ja Berufspendlerin und gucke da besonders drauf, unabhängig von meinem Interesse. Und bin sehr gespannt, was da kommt. Ich möchte nur an der Stelle sagen, es muss nicht besser, sondern gut werden. Das wäre auf jeden Fall noch ein Stückchen ambitionierter und vielleicht gilt das ja auch für vieles andere. Was auch gut werden muss, sind Rahmenbedingungen, weil wir müssen nicht nur neue Rahmenbedingungen finden, sondern wenn wir die machen, müssen die auch rechtssicher sein, die müssen gut werden. Und deswegen sprechen wir jetzt über das Thema, bringen uns Klimaklagen auf den richtigen Klimapfad. Und da haben wir ein besonderes Format, da freue ich mich sehr drauf. Und zwar werden Sie jetzt zwei Plädoyers hören. Und wir beginnen mit Dr. Roda Verheyen. Sie ist Rechtsanwältin bei Rechtsanwälte Günther. Sie ist uns digital zugeschaltet. Wir sind sehr gespannt auf Ihr Plädoyer. Herzlich willkommen. Ja, guten Tag. Schön, dass ich da sein darf. Tut mir leid, dass ich nicht mit Ihnen Kaffee trinken kann in der Pause. Das würde ich viel lieber. Aber zunächst mal zu diesem Panel und meinem Input. Die Frage ist ja, wer macht es am besten? Markt, Staat oder Gerichte? Und aus meiner Sicht ist diese Frage eigentlich falsch gestellt. Meine Mandanten, die ich hier in Deutschland vertrete und auch überall in der Welt, haben ein Problem und das ist groß. Das ist heute auch morgen schon mehrfach festgestellt worden. Wir haben hier in Deutschland gerade die vierte Dürre in Folge in 5 Jahren. Das ist nicht mehr bewältigbar und wir müssen ganz schnell umsteuern. Das hat auch das Bundesverfassungsgericht ja festgestellt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe selten eine bundesverfassungsgerichtliche Entscheidung gesehen, unabhängig davon, dass ich sie selber herbeigeführt habe, aber die so absolute Zustimmung genossen hat, jedenfalls in der Öffentlichkeit und in der politischen Öffentlichkeit bis auf ganz wenige Ausnahmen. Darin steht ja letztlich, wir müssen ganz grundlegende Einschränkungen und Umstellungen in Kauf nehmen. Das gilt für unser Konsumverhalten, für die Produktionsprozesse. Da ist anerkannt, dass Klimaschutz ein Menschenrecht ist und es ist auch anerkannt, dass es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Ich glaube also, die Frage, ob Klimaklagen eine Leitplanke setzen können, die stellt sich nicht. Das ist in Deutschland passiert und das ist auch gut so. Die Frage, die sich im Moment stellt, und deswegen ist, glaube ich, auch gleich mein Co-Panelist eingeladen worden, Herr Dr. Spieth, ist, welche Rolle spielen eigentlich Unternehmen dabei? Denn wir haben ja im Moment eine Abkehr von Klimaklagen auf der internationalen Ebene oder verfassungsrechtlichen Ebene hin zu tatsächlich horizontalen Klagen. Ein Betroffener klagt gegen ein Unternehmen. Und in Deutschland kennt man das? Wir haben hier im Moment aktuell zivilrechtliche Klagen gegen die Automobilindustrie. Ich selber stehe gerade für Greenpeace und private Betroffene gegen die VW AG vor Gericht. Und das betrifft aber auch die anderen großen Akteure. Wir haben in den Niederlanden die Shell-Klage gesehen, wo tatsächlich ein Urteil schon ergangen ist. Das ist im Moment in der Berufung. Wir haben in der Schweiz die Klage gegen die Zementindustrie Holcim. Das Argument ist überall dasselbe. Staatengleiche Emittenten müssen ein schlüssiges CO2-Budget einhalten. Das Ziel in den Automobilklagen entsprechend abgeleitet ist schlicht, die globale Verbrennerproduktion bei Pkw muss bis 2030 eingestellt werden. Ist das verrückt? Die Hauptargumente gegen solche zivilrechtlichen Klagen will ich hier gleich einmal durchgehen und mir die genauer anschauen. Also, das Zivilrecht sei nicht anwendbar, ist das erste Argument, was gerade vom Landgericht Stuttgart in der Klage der Deutschen Umwelthilfe gegen Mercedes auch bestätigt wurde. Die Frage, die sich dann für meine Mandanten stellt, ist, sind wir dann rechtlos gestellt im horizontalen Verhältnis, Betroffener gegen Großemittent? Die zweite Argumentation ist, Unternehmen in Europa tun schon, was sie können. Und deswegen sind solche Klagen letztlich unethisch und unnötig. Und das dritte Argument ist, zivilrechtliche Urteile würden auch aus rechtlicher Sicht ganz unzumutbar in unternehmerische Rechte eingreifen. Ich gucke mir diese drei Argumente kurz an und hoffe, Sie können mir folgen. Also zunächst einmal, der Gesetzgeber macht es schon, beziehungsweise muss es auch machen und Zivilgerechte haben da keine Rolle zu spielen. Dieses Argument ist rechtlich aus meiner Sicht schlicht falsch. Es gibt weder im deutschen Recht noch im europäischen Recht eine solche Ausschlussnorm. Es gibt keine Gelenknorm, die die Anwendung von Zivilrecht verbietet. Im Gegenteil. Dazu kommt noch, dass die jetzt auch vom Landgericht Stuttgart bemühte Wesentlichkeitstheorie, ja, für alle Juristen im Raum ist das bekannt, aber für alle anderen, das Wesentliche muss der Gesetzgeber regeln, ja, die gilt nicht zwischen Privaten. Das hat das Bundesverfassungsgericht mehrfach festgestellt und ist auch logisch. Ich muss nicht rechtlos gestellt werden, wenn mein Gegenüber einfach weitermachen kann wie bisher. Und es funktioniert auch de facto nicht. Das sehen wir gerade im Verkehrssektor. Es gibt keine Emissionssenkung absolut im Pkw-Bereich. Relative Beschränkungen, wie bei der
Flottengrenzwertverordnung zum Beispiel sind dem Klima egal und damit auch den Betroffenheiten und zum Beispiel den Landwirten und Hoteliers und Bienenzüchtern, die ich da so vertrete. Seit der ersten Selbstverpflichtung 1990 sehen wir kontinuierlich gestiegene CO2-Emissionen im PKW-Sektor und eben gerade nicht das, was wir sehen müssen, nämlich eine steile Senkung. Das CO2-Ziel im Hinblick auf die auf den Ausstieg 2035, das gilt dann sowieso nur im EU-Markt. Das zweite Argument, dass die Unternehmen schon genug tun, das ist aus meiner Sicht auch nicht richtig, habe ich eben schon gesagt. Wir haben da ein ganz großes Delta zwischen Anspruch und Wirklichkeit und insbesondere werden die Ziele auch immer falsch benannt. Ja, also wenn ich mich zum Beispiel als Automobilindustrie nur auf meine Scope 1 und 2 Emissionen beziehe, also eben gerade nicht auf meine Emissionen im weiteren Nutzungsphasenbereich, dann sind das bestenfalls inhaltsleere und schlimmstenfalls auch Greenwashing-Ziele und die helfen uns nicht weiter. Das dritte Argument, unzumutbares Eingreifen der Gerichte, das ist aus meiner Sicht auch nicht relevant. Der Bundesgerichtshof hat schon längst entschieden, dass grundsätzlich bei unzumutbaren Folgen von Emissionen sogar die Einstellung des emittierenden Betriebs zumutbar wäre. Und das verlangen wir nicht in den Klimaklagen, weder ich noch meine Kolleginnen und Kollegen. Im Übrigen ist eben in der Shell-Klage in den Niederlanden längst entschieden worden, dass ein solcher Eingriff auch verhältnismäßig sein kann. Und man muss sich fragen, ist es denn überhaupt unzumutbar, wenn Zivilgerichte in solchen Ansprüchen tatsächlich mal zugeben? Wenn man sich das genau anschaut, ist möglicherweise eine zivilrechtliche Klimaklage sogar eine Hilfe für ein umstellungsbereites Management. Wenn man sich anschaut, wie momentan die Aktienkurse von Automobilindustrie in Deutschland gegenüber zum Beispiel Tesla aussehen, dann muss man sich wirklich fragen, ist ein zivilrechtliches Urteil, was sagt, ganz schneller Umstieg in die Elektrifizierung tatsächlich unzumutbar und damit in irgendeiner Form übergreifend? Ich meine, nein. Letztlich ist diese Frage durch die deutschen Gerichte und internationalen Gerichte zu klären. Wir wollen das gerne abwarten. Und ich stehe da mit ganz geradem Rücken und schaue mir an, was der deutsche und der übrige Rechtsstaat damit tut. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank. Ja, vielen Dank für das emotionale und deutliche Plädoyer. Dankeschön. Wir sehen uns gleich nochmal wieder. Genau, vorher hören wir das zweite Plädoyer. Sie haben ihn ja auch schon angekündigt. Von Dr. Wolf Friedrich Spieth, er ist Partner bei Possau Spieth, Wolfers und Partner. Und bei uns vor Ort, wir hören uns jetzt Ihren Impuls an und danach sprechen wir kurz. Herzlich willkommen. Ja, meine Damen und Herren, ich denke, wir sind uns hier alle einig. Der Klimawandel ist die große Herausforderung für uns alle, für den Staat, für die Wirtschaft, für jeden Einzelnen von uns. Und die Transformation zur Klimaneutralität wird erheblichste Anstrengungen abverlangen und technische Innovationen. Und dafür sind aber klare und weitreichende Rahmenbedingungen erforderlich. Darüber wird heute ja auch gerungen und gesprochen hier. Und es ist Aufgabe des Gesetzgebers, diese Rahmenbedingungen mit Augenmaß und planvoll umzusetzen. Um was geht es dabei eigentlich? Und diesen Blick will ich doch darauf werfen, bevor wir zu den Klimaklagen kommen. Es geht darum, zum einen natürlich schnellstmöglich die Transformation zur Klimaneutralität zu ermöglichen. Zum zweiten geht es aber auch darum, unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu erhalten. Und es geht um die Gewährleistung der Versorgungssicherheit. Und es geht nicht zuletzt um die Bewahrung des sozialen Friedens. Das ist eine herausragende Gestaltungsaufgabe, die wirklich schwierig ist. Und das Bundesverfassungsgericht hat in dem von meiner Vorrednerin erwähnten Klimabeschluss die Verantwortung dafür dem Gesetzgeber zugeschrieben. Dieser soll diese Aufgabe umsetzen. Damit können die Klimapfade erreicht werden. Klimaklagen vor Zivilgerichten gegen einzelne herausgegriffene Unternehmen sind dagegen der falsche Weg. Sie führen in die Irre. Damit werden wir die Klimapfade nicht erreichen. Ich nenne hier nur drei Gründe. Das erste ist, ich denke, es gibt für die Zukunft eines Landes kaum eine wesentlichere Frage, als wie soll die Transformation zur Klimaneutralität gelingen. Das ist eine entscheidende Frage. Und solche Fragen von gesamtgesellschaftlicher Bedeutung gehören nach unserer Verfassung vor das Parlament und nicht vor den Gerichtssaal eines Landgerichts. Um was geht es eigentlich? Es wird um das Wie des Umbaus zu ringen sein. Es ist ja jetzt schon im Gange, die Diskussion. Es wird darum gehen, welcher Sektor soll wie schnell welche
Lasten tragen, welche Reduzierungen erbringen, wo sind Verbote erforderlich, wo sind Anreize erforderlich. Dazu ist ein öffentliches Forum erforderlich, das muss öffentlich diskutiert werden. Die betroffenen Interessen müssen in diesem Forum gehört werden, es muss abgewogen werden, es muss am Ende ein Ausgleich erfolgen, es muss entschieden werden. Und der Ort dafür ist die Gesetzgebung, der Deutsche Bundestag. Dort muss das entschieden werden. Ein Zivilgerichtsstreit kann immer nur zwischen den zwei Parteien, um die es geht, einen begrenzten Ausgleich, eine begrenzte Entscheidung treffen. Das wird der Komplexität des Klimawandels und des Umbaus, der hier ansteht, nicht gerecht. Es sind gerade die demokratischen Parlamente und die Regierungen, die jetzt allgemeinverbindliche Lösungen finden müssen. Auf nationaler Ebene, auf europäischer Ebene und in der Verhandlung mit der Staatengemeinschaft. Nur so kann die Umsetzung gelingen und das ist auch der von der Verfassung vorgeschriebene Weg. Und die Umweltverbände sind gerne eingeladen und oft gefordert, und das tun sie eigentlich ja auch, sich in diesen Prozess einzubringen. Und wenn sie glauben, dass sie nicht ausreichend Mehrheiten haben, müssen sie darum ringen. Aber dieser demokratische Prozess lässt sich nicht durch Zivilprozesse aushebeln. Der zweite Punkt, schon angesprochen, ist das Zivilrecht überhaupt hier geeignet? Ich denke, bei diesen Klimaklagen geht es auch um den Erhalt einer verlässlichen Rechtsordnung. Einige versuchen jetzt mit diesen Klimaklagen sachwidrig den Zivilrechtsstreit zu instrumentalisieren. Nach geltendem Recht haben diese Klagen keine Grundlage. Das hat zuletzt das Landgericht Stuttgart gerade bestätigt. Es wird nun versucht, durch erhebliche Eingriffe von den Unternehmensführungen zu verlangen, die aber im Rahmen der geltenden Gesetze handeln, auf nationaler wie europäischer Ebene, auch nach den Gesetzen vieler anderer Staaten, die auch die Klimafrage dabei mitregeln. Das sind schwerwiegendste Eingriffe und um nun zu einer zivilen Haftung zu kommen, wird versucht, in diesen Klimaklagen Anspruchsgrundlagen exzessiv auszulegen, prozessuale Darlegungslasten abzusenken, die sonst für jeden gelten, und neue Rechtsgüter zu schaffen. Das Ziel ist klar, es geht um eine neue Koordinatenverschiebung, die weitreichende Folgen hätte. Hätten diese Klagen Erfolg, dann würde das zu einer Haftung jeder gegen jede führen. Jeder könnte einen anderen oder eine andere auf ein bestimmtes willkürliches Budget verklagen und damit unser Haftungssystem, das wir bisher kennen, sprengen. Und noch ein dritter Punkt, wenn ich das noch ansprechen darf, die Planungssicherheit, die von besonderer Bedeutung ist. Das Bundesverfassungsgericht hat besonders betont, dass eine frühzeitige Planungssicherheit zentral ist. Das ist der Wesenskern dieser Entscheidung. Und für viele Unternehmen geht es hier um die Existenz. Sie müssen diese Aufgabe der CO2-Minderung bewältigen. Und hier ist eine frühzeitige Planungssicherheit, die langfristig ist, entscheidend. Klimaklagen dagegen, die schaffen Verunsicherung, wo jetzt eine Verlässlichkeit notwendig wäre. Sie dienen nur bestimmten Kampagnen, nicht aber dem Allgemeinwohl und sie dienen nicht dem Klimaschutz. Danke. Ja, ganz herzlichen Dank Ihnen beiden. Frau Verheyen, ich habe schon gesehen, Sie möchten dazu was sagen. Lassen Sie mich kurz was einschieben. Ich möchte nämlich Sie fragen, natürlich auch Sie, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer zu Hause. Wir haben wieder eine Frage für Sie vorbereitet und zwar über Slido. Wie gesagt, wir zeigen Ihnen nochmal den QR-Code. Ansonsten gehen Sie gerne auch auf die Slido-Seite, wenn Sie die noch aufhaben. Und zwar, wie wird aus Ihrer Perspektive der Klimaschutz am besten vorangebracht? Durch die Unternehmen, durch die Parlamente oder durch die Rechtsprechung. Frau Verheyen, ich habe es schon gesehen die ganze Zeit, Sie möchten darauf reagieren. Was sagen Sie dazu? Ja, ich kann mich natürlich kaum halten, ist ja ganz klar. Es wäre sehr schade, wenn ich meine letzten 10 Jahre mit etwas verbracht hätte, was dem Klimaschutz nicht dient. Das möchte ich natürlich ganz klar zurückweisen. Ich bin der Auffassung, dass insbesondere der Klimabeschluss und auch viele andere der Klagen, die ich international mitbetreue, dem Klimaschutz sehr wohl nutzen, weil sie nämlich, wie gesagt, Leitplanken setzen, die eben Herr Dr. Spieth eigentlich auch eingefordert hat. Ich würde aber gerne eine Sache ganz klar sagen. Es geht hier nicht darum, dass die parlamentarischen oder gar demokratischen Prozesse ausgehebelt werden sollen. Im Gegenteil. Es gibt ein EU-Klimagesetz, es gibt ein Paris-Übereinkommen und es gibt ein Klimaschutzgesetz. In diesen Gesetzen steht letztlich schon drin, wie der Pfad ist, wenn auch kein dezidiertes Emissionsbudget für einzelne Sektoren dort vorgesehen ist. Aus diesen rechtlichen Grundlagen kann man sehr klar entnehmen, dass jedenfalls staatengleiche Emittenten sich an ein Emissionsbudget halten müssen,
Man kann gerne über die Details reden, Herr Dr. Spieth. Das wollen Sie ja vor Gericht mit mir leider nicht tun, würde ich gerne. Aber es geht hier nicht um die Aushebelung von demokratischen Prozessen. Im Gegenteil, es geht um die Umsetzung der Entscheidungen, die bereits getroffen worden sind. Und es geht auch nicht um eine Aushebelung der Rechtsordnung, jeder gegen jeden. Das ist ein ganz beliebtes Argument. Nein, wir sagen, staatengleiche Emittenten müssen sich entsprechend dem CO2-Budget ausrichten. Das ist was ganz anderes als jeder gegen jeden. Mhm. Und die Planungssicherheit, das war das dritte Argument eben, aus meiner Sicht führen gerade solche Ansprüche, nämlich insbesondere dieses Framing auch in den Köpfen der Menschen und der Unternehmen, dass man ein CO2-Budget hat und nicht irgendwann Klimaneutralität irgendwie, tatsächlich eher zu einer erhöhten Planungssicherheit. Mhm. Erhöhte Planungssicherheit ist ein guter Punkt. Bevor wir jetzt Herrn Spieth wiederum auf Sie antworten lassen, noch ganz kurz, lassen Sie uns auf das Ergebnis der Umfrage schauen. Ich möchte sagen, ist nicht ganz überraschend in dieser Runde. Schauen wir noch mal drauf. Denn das Ergebnis der Frage, wer bringt den Klimaschutz am besten voran, ist die Antwort mit jetzt gerade 55%, dass es die Unternehmen am Markt machen. Wie gesagt, ist vielleicht nicht ganz überraschend, Herr Spieth, oder wie sehen Sie das? Nein, ich denke, das ist der einzige... Oh, Entschuldigung, ich habe mich vertan, es war die andere Frage. Durch demokratische Prozesse in den Parlamenten. Na, sehen Sie. Ja. Also nein. Doch nicht alle so marktliberal, wie aber, ich dachte. Nein, aber das ist auch richtig, die Antwort, weil die Unternehmen können die Transformation nicht allein bewältigen. Sie brauchen klare Rahmenbedingungen. Es muss genügend grüner Strom da sein. Es muss genügend Wasserstoff gefördert sein. Sonst wird es nicht funktionieren. Es muss alles gleichzeitig bedacht und angeschoben werden. Das ist die entscheidende Frage. Und gerade deshalb, Frau Kollegin, hat das Bundesverfassungsgericht im Frühjahr eine weitere Verfassungsbeschwerde zurückgewiesen, wo es darum ging, ob jetzt noch Einzelbudgets für bestimmte Sektoren oder gar Bundesländer festgesetzt werden, hat gesagt, das geht nicht. Es muss eine ganzheitliche Betrachtung sein und die liegt beim Bundesgesetzgeber. Ich muss das abwägen. Aber jetzt muss ich sagen, demokratische Prozesse heißt für Sie tatsächlich auch, dass die, sagen wir mal, dieses Recht der Zivilklage, die ja durchaus, sagen wir mal, bis von einem gewissen Zeitraum ja offensichtlich rechtens war, das war ja ein demokratischer Prozess. War das Fehler oder ist er jetzt gerade aufgehoben worden? Wie bewerten Sie das? Ich habe die Frage nicht verstanden. Wenn ich Frau Verheyen eben richtig verstanden habe, hat das Landgericht, erklären Sie, ich bin keine Juristin, deswegen helfen Sie mir gerne, wenn ich da falsch liege, hat das Landgericht jetzt beschlossen, dass Zivilklagen nicht mehr in der Form so durchgesetzt werden können. Habe ich Sie richtig verstanden? Nein. Dann habe ich Sie falsch verstanden. Dann erklären Sie es gerne nochmal. Ja, danke. Nein, es geht hier um die Auseinandersetzung wie folgt. In meinem Verfahren, was ich schon seit langer Zeit führe, hat das Oberlandesgericht Hamm schon 2017 entschieden, dass das deutsche Zivilgericht auf Folgen des Klimawandels anwendbar ist. Die Tatsache, dass das so von einem Oberlandesgericht in Deutschland schon entschieden worden ist, das wird gerne unterschlagen tatsächlich, weil es dazu noch kein Urteil gibt. Das Landgericht Stuttgart hat in der Mercedes-Sache gerade entschieden, dass sozusagen die Wesentlichkeitstheorie in diesem Fall gilt. Also der Gesetzgeber, wie der Kollege Spieth sagt, hier entscheiden muss und deswegen diese Klage keinen Erfolg haben kann. Also nicht generell keine zivilrechtlichen Klagen mehr möglich sein würden, sondern eben nur in diesem speziellen Fall. Alles klar, nur in diesem speziellen Fall. Also alles gut gelaufen. Ja, das liegt daran, dass Zivilgerichtsstreitigkeiten immer nur einen speziellen Fall betreffen. Aber das Landgericht Stuttgart hat die richtige Aussage gemacht, dass für diese Frage der Gesetzgeber zuständig ist und nicht das Zivilgericht. Mhm. Und im Übrigen gibt es keine Entscheidung des Oberlandesgerichts Hamm, sondern das Verfahren wird weitergeführt und hängt. Also alle Entscheidungen, die bisher vorliegen, haben Klimaklagen abgewiesen. Ich bin mir sicher, wir könnten jetzt noch länger drüber sprechen und ich muss auch sagen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Frage, was jetzt tatsächlich Rechtssicherheit bringt, vielleicht auch an der Stelle nicht endgültig beantwortet werden kann, weil Sie natürlich unterschiedliche Meinungen vertreten. Wenn das für Sie okay ist, kommen wir mal vor Gericht und schauen uns mal an, wie Sie argumentieren. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das könnte auf jeden Fall spannend sein. An der Stelle erstmal Dankeschön. Dankeschön. Danke Ihnen.